So, da sind wir auch wieder da. Wir haben dabei aufgehört, dass wir bei dem Warlord gewesen sind und die eine nette Dame will hier alles fluten und das will er natürlich nicht. Und wir sollen sie aufhalten, damit er dann mit uns mitkommt und vor allem seinen Supersoldaten, den perfekten, den er da ja gehabt hat, retten kann. Und da geht es jetzt gerade direkt los, ab ins Gefecht. Musik ab. Okay, rein geht's. Ah, Moment. Timer stellen, sonst weiß ich nicht, wie lange ich zocke. Da gibt es ein Laborterminal. Was kriege ich da? Vermutlich eh nur wieder Money. CC. Oh, das machen wir mal so. So. Widerstand. Und dann die beiden noch. Wunderbärchen. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Wir müssen dann auf der Nomade unbedingt ein paar Sachen erforschen. Rohstoffe haben wir auch genügend. Bis auf Element Zero. Aber alles, was geht, werden wir mal erforschen, damit wir uns hier mal bessere Sachen holen können. Au, das sieht nach Stress aus. Ja, machen wir gleich. Ich hätte gern diese Waffe hier. Oh, ne, die hat schon wieder Raketen. Oh, und natürlich Organa. So, bitte mal alles, was gerade geht. Ja, die haben schon wieder alles ausgenutzt. Wow, Scheiße. Ach du Scheiße, da ist ja Big Daddy in der Haus. Holy shit. Raus aus der Gefahrenzone. Na toll. Okay, was machst hat er jetzt in seinem Labor jetzt wieder angestellt? Shepard, der Laboralarm. Na toll. Soll heißen, wieder zurücklaufen. Ah, no. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Ja, aber ist das jetzt schlau, wenn wir da jetzt reinlaufen? Sie haben mir Zeit gegeben, Shepard. Wenn ich wüsste, was die Kollektor. Okay. Er hat tausende seiner eigenen Leute getötet, aber sich selbst geopfert, um das zu retten? Machen Sie mal auf. Sehen wir nach, was ein reiner Kroganer drauf hat. Ja, tatsächlich ist es die Kopfschmerzen wert. Müssen wir uns wirklich mit einem reinen Kroganer belassen? Schon die Normalen sind alles andere als teamfähig. Das weiß man erst nach dem Öffnen des Tanks. Ich sage, es ist das Risiko nicht wert. Normandy, vergessen Sie Okir. Aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Und es ist ziemlich groß. Ja, aber definiert es jetzt rein? Kann er sich jetzt fortpflanzen? Sprich. Macht das ja Musik jedes Mal. Hat er jetzt keine Gefahr gemerkt? Ich bin so verwirrt, was hier da jetzt eigentlich gerade abgegangen ist. Okay, gehen wir mal ins Briefing. Gibt's vermutlich gleich im Anschluss. Den Kroganer zu Studienzwecken.
Captain mitzunehmen ist sinnvoll. Tschüss, aber ich habe Bedenken, ihn aufzuwecken. Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Ganz ruhig. Er ist ja versiegelt. Behalten Sie es für sich. Das ist so. Ich gehe mal mit dem hier. Er kann da nicht raus, solange ihn keiner von uns rauslässt. Und falls Okir nicht irgendeine Art Absicherung installiert hat oder eine Fehlfunktion den Tank abschaltet. Kommt er raus, Lüftung ein. Ich will ja nicht sofort mit dem Brecheisen ran, aber ich werde eine potenzielle Ressource nicht einfach aufgeben. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Aber seien Sie bloß vorsichtig. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll. Das war's? Okay. Gut. Dann würde ich... Oh, ich habe tatsächlich Vorbild gekriegt. Okay. Dann würde ich sagen, dass man erstmal... ich glaube, ich schaue mal bei der Waffenkammer vorbei. Das war ja hier... Achso, nein, das war Ausrüstung wählen. Edi, nein, mit dem will ich nicht quatschen. Jacob, mit dir erstmal auch nicht. Oh, ich muss an der Romanze noch weiterarbeiten. Das darf ich nicht vergessen. Upgrades. Forschungsterminal untersuchen. Okay. Waffen-Upgrades. Präzision, Schrotflinte, Schaden. Machen wir mal. Dann Panzerung, Schadensschutz. Das macht Sinn. Okay, Schiffsverbesserung. Da können wir uns gerade nichts leisten. Prototypen. Durch intensives Reden kann Shepard eine einzige Bonuskraft erlernen. Durch die Sekretärin werden weitere Kräfte für Shepard verfügbar. Okay. Organisch, wir haben für das Gesundheit haben wir eh nicht. Raketenwaffe. Oh, schweres Hautgewebe. Shepard erhält plus 10. Oh ja, das machen wir mal. Können wir das nochmal machen? Nee. Das machen wir nochmal. Forschen. Blendgranate, Inferno-Granate. Okay, hier Upgrades. Präzisionsschadensschutz. Achso, das sind das, was wir jetzt schon alles haben. Dann. Forschen. Cool. Dann hätten wir das. Wie sieht es aus mit unserem Tagebuch? Dr. Ock ist vermächtigt. Okay, er ist tot, aber sein Generalsoldat befindet sich noch unversehens in seinem Zuchttank. Achso, den sollte man dann aufhalten. Die Kollektoren aufhalten, eh klar, unsere Hauptmission. Dann haben wir noch Nebenmissionen. Die GEF-Aktivität, Projekt Feuergänger, Beobachtungsstandort geortet. Vulkanstationen auf 10er sichergestellten Anzeigen, dass Dr. Sehr tief im Inneren eines aktiven Vulkans auf der Planeten Karunda eine Forschungsstation errichtet hat. Ich glaube, Projekt Feuergänger Vulkanstation klingt interessant. Das würde ich gerne als nächstes machen. Und dann haben wir noch dieses Sushi-Ding auf der Citadel. Okay, machen wir mal Projekt Feuergänger Vulkanstation. Jetzt eigentlich. Ah, da ist ja die Brücke. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Will er das? Okay. Dann tun wir mit ihm mal kurz quatschen. Bin ich jetzt gerade gewesen? Warum hat er mich nicht gerade angerufen? So. Shepard, ich glaube, wir haben sie. Der Kontakt zu Horizon, einer unserer Kolonien in den Terminus-Systemen, ist soeben abgebrochen. Wenn sie nicht schon angegriffen wird, ist es sicher bald soweit. Hat Mordin die Gegenmaßnahmen für die Seeker-Schwärme fertig? Noch nicht. Hoffentlich kann er gut unter Druck arbeiten.
Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Ein früheres Crewmitglied von Ihnen, Kaidan Alenko, ist auf Horizon stationiert. Mein letzter Stand ist, dass Kaidan bei der Allianz war. Was macht er in den Terminus-Systemen? Offiziell handelt es sich um ein Programm zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Allianz und Kolonien. Aber in Wahrheit haben sie etwas vor. Und wenn sie Commander Alenko schicken, muss es was Großes sein. Ich schlage vor, sie klären das mit ihm. Macht vielleicht Sinn, oder? Dass wir die Allianz benachrichtigen. Wir sollten die Citadel benachrichtigen. Die Allianz kann uns Verstärkung schicken. Nicht vor ihren Ermittlungen. Ich will nicht, dass uns die Allianz in die Quere kommt. Sobald sie die Lage unter Kontrolle haben, schicke ich die Nachricht persönlich ab. Ja, na klar. Okay. Gut, dann. Ich bin bereit. Geben Sie uns die Koordinaten. Wir brechen sofort auf. So früh wurden wir noch nie gewarnt, Shepard. Viel Glück. Gut, dann kleine Plan. Joker, nehmen Sie Kurs auf Horizon. Ich muss mal kurz zum Professor. Zu Befehl, Commander. Okay. Niedlich, aber gefährlich. Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Ja. Ja, und was? Was war denn das jetzt für eine Unterhaltung? Oh, wir sind schon da. Lilith, wir haben ein Problem. Können Sie die Zielerfassungsmatrix noch immer nicht kalibrieren? Diese Verteidigungstürme sind nutzlos, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Tut mir leid, Commander. Unsere Kommunikationssysteme wieder online zu bringen, hat Vorrang. Ja, okay. Direkt ein Wunder, dass man mir dafür nicht auch noch die Schuld gegeben hat. Die Menschen hier draußen vertrauen der Allianz nicht. Aber das ist nichts Persönliches. Was ist das? Besuch. Bringen Sie alle in den Schutzraum! Ich gebe Ihnen Deckung. Los! Was ich jetzt gerade denken musste, an Mücken. Nur, dass die halt viel gemeiner sind. Übernehme Kontrolle. Bereitet diese Menschen auf ihren Aufstieg vor. Ich denke, es macht Sinn, dass Mordin da jetzt mitgeht. Und ich würde gerne mal Garrus wieder mitnehmen. Ja, annehmen. Um...
würde sagen, mach mal, zieh mal Auto. Der Rest ist eh automatisch. Gut, wir haben jetzt hier ein bisschen was erforscht. Ich glaube, ich bleibe bei dem hier. Schwere Pistole. Handkanone, schwere Pistole annehmen. Verbesserte aber durchaus effektive Maschinenpistole. Das Modell eine kompakte Maschine für die Anzahl. Machen wir die Shuriken, Präzisionsgewehr. Ja, gut. Soweit passt es. Die Waffe finde ich ein bisschen heftig. Wir gehen mal auf das hier. Aber die Dinger können uns doch auch angreifen. Morden, sind Sie sicher, dass die Panzerungs-Upgrades uns vor den Seeker-Schwärmen schützen können? Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Theoretisch? Klingt ja vielversprechend. Technologie noch im Experimentalstadium. Einzig möglicher Test ist Kontakt mit Seeker-Schwärmen. Muss selbst. Liege unter Schwärmbeschuss! Okay. Ich würde gerne mal das hier. Dankeschön. Und auch noch eine Barriere. Greife Ziel an! Ist ja ganz einfach. Gut. Ja, tatsächlich. Also, das war jetzt kein großer Widerstand. Aber das ist ja auch nur der Anfang. Ah, schon wieder ein Datenpad. Einmal so. Ein bisschen blau auf der linken Seite. Hier. Ups, das war jetzt nicht so gut. Und einmal hier. Sehr gut. Diesmal ging es schneller. Wieder Credits. Ich hoffe, es gibt zu diesen Kanonen noch eine Erklärung, weil die hätten sicherlich ein bisschen was machen können. Kommando, wir empfangen alle möglichen Störungen. Wir können nicht länger auf Empfang bleiben. Das Schiff der Kollektoren stört die Kommunikation. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Was bist du? Hundertpro, sobald wir jetzt da runtergehen, gibt Stress. Kann man nicht ganz einfach testen, indem wir mal das hier machen und einmal das hier. Naja, geht's natürlich nicht runter, ne? Ich muss als erstes gehen. Natürlich. Bestätige! Feinde! Ach nee, nicht die Husk schon wieder. Einmal das kommt jetzt gerade recht. Okay. Das wird ein harter Treffer. Autsch. Bringt es nicht, auf ihn zu schießen, wenn er denn rauskommt. Ja.
ausbremsen. Ah, ja, die KI hier. Okay, wir werden das erstes Diese Mal hier... Diese sehen aus wie die Husks, die die Geth auf Eden Prime eingesetzt haben. Meines Wissens nach hatten die Geth diese Technologie von der Sovereign. Der Unbekannte hatte recht. Kollektoren arbeiten mit Reapern zusammen. Aber es nicht so gut ist. Okay, haben wir sonst noch irgendwelche Geheimnisse hier? Da oben können wir noch raufgehen. Ich glaube, das müssen wir vermutlich eh. Wenn wir uns mal hier nochmal umschauen. Oh ja, gibt's noch was? Das sieht interessant aus. Schweres Hautgewebe. Hier gibt's noch was. Oh, hier geht's auch weiter. Okay, dann gehen wir hinten zuerst mal die Treppen rauf. Vielleicht gibt's da noch irgendwelche tollen Secrets. Ach so. Ich dachte, man kam hier irgendwie rein. Ja gut, dann gehen wir wieder. Husks haben menschliche Merkmale. Vielleicht umgestaltete Kolonisten? Nein, die Geth haben ihre Opfer auf riesige Pfähle gesteckt, um Husks aus ihnen zu machen. Aber wir haben keinerlei Pfähle gesehen. Die Kollektoren müssen die Husks schon gehabt haben. Die lebenden Kolonisten brauchen sie für was anderes. Stimmt. Das haben wir gar nicht gesehen. Lebende Opfer. Wie grausam, die Husks sehen anders aus. Retten wir die Kolonisten. Wir verschwenden hier Zeit. Machen wir mal das. Das sind nicht die gleichen Kreaturen, gegen die ich auf Eden Prime gekämpft habe. Sie sind fortschrittlicher, weiterentwickelt. Sie sterben noch immer, wenn man sie erschießt. Ja, das ist wohl wahr. Okay, retten wir mal die Kolonisten. Die Kollektoren dürfen nicht mit noch mehr Opfern davon kommen. Wir greifen ein. Gehen wir. Die ganzen leeren Gebäude. Irgendwie beunruhigend. Kein Zeichen von Widerstand. Muss ziemlich schnell passiert sein. Jo. Oh, Feinde im Anmarsch. Sind da die Kolonisten drin? Oh, was zum... Safe. Wo war das C? Das war hier. Das und das. Easy going. Meisterhacker hier drin. Aber auch noch wieder Credits. Oh. Die machen gar nichts. Ganz schön gezwirbelt jetzt. Wo ist der andere? Ach, da. Das müsste ausreichen. Wow, da ist ja eine ganze Armee hier. Und da hinten ist auch noch einer. Die Wesen. Okay, ich glaube, da werden wir es jetzt mal mit Scharfschützen machen. Nein. Da, bitte, danke. Okay, was ist das gewesen? Erstmal, okay, moinsen. Wenn wir uns mal hier mal umschauen. Ich möchte auch in das Gebäude hier reingehen. Ich glaube, hier sind die Kolonisten drin. Müssen wir irgendwie befreien können, wenn es dann noch... Oh. Sind eine Art Flüssigkeit hier drin. Die Schatten da. Sind das die Leute? Bringt auch nichts, wenn ich da drauf schieße. Uff, Doktor. Hast du nichts dazu zu sagen? Jetzt nicht einfach drüber? Oh, Shepard.
Gut, wir werden auch wieder Waffen wechseln auf das hier. Was? Warum machst du das? Ich will doch nur die Waffen wechseln. Tut er sich auch nur selber weh hier. Auch nichts mehr. Das ist alles ein bisschen zu einfach. Okay, erstmal hier drin schauen. Ist auch so ein Teil. Okay, da geht's nicht weiter. Hat Munition. Das Opfer ist offenbar bei Bewusstsein, kriegt alles mit, in der Stase gefangen. Faszinierend. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Jetzt da lang gehen oder rauf? Ich gehe erstmal nach oben. Ja, Leute. Ich hoffe, wir können euch irgendwie helfen. Zwei Computer hacken. Okay, einmal so, einmal so und einmal so. Ui, das ging jetzt richtig schnell. 3000 Credits, ansonsten haben wir hier nichts Spannendes. Jetzt mal weg hier, ich will hier raus. Krasses Schiff. Ja, sie wissen halt schon, wie man eine gute Story erzählt hier. Haben sie schon drauf, die Bayerwehr-Typen. Das sieht... Partikelstrahler, neue Waffe. Kollektoren Partikelstrahler erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt besitzen. Shepard, yeah! Endlich eine neue Waffe. Ihr habt sie sogar schon ausgerüstet. Sieht das jetzt als schwere Waffe, oder... Kann man gleich mal sehen. Guten Tag. Es sieht nach Stress-Location aus. Gibt es hier gleich Stress? Ja, natürlich. Oh, es gibt gleich richtig Stress. Ich übernehme die direkte Kontrolle. Okay. Oh. Ja, da ist das Spiel abgestürzt. Okay, scheiße. Ja, liebe Leute, dann, wir sind eh schon bei 27 Minuten. Ich werde die Folge an der Stelle beenden. Und dann geht's dann, ja, mit der nächsten Folge an dem Gott weiter. Oh je, oh je. Also zuerst schon die KI, die da einfach mal rumgestanden ist. Merkwürdig. Und dann der Absturz. Aber generell, ich finde das nach wie vor so dermaßen nervig, dass die KI teilweise aus der Deckung gar nicht mehr rauskommt oder da irgendwie Bewegung macht. Ja, das Polishing ist so ein bisschen meh. Aber Gott sei Dank ist der Rest soweit okay im Spiel. Jo, also, bis denn dahin bei Mass Effect Legendary Edition.